Also vor 20 Jahren, als es Schwarz-Blau 1 gab, da hatte ich so eine Reisepasshülle, da ist drauf gestanden, ich habe diese Regierung nicht gewählt. Und ich habe mir eigentlich nicht gedacht, dass ich mir so eine Reisepasshülle unter einer schwarz-grünen Regierung auch wieder wünschen würde, wobei es nicht einmal stimmt. Also ich habe ja sogar eine dieser Parteien gewählt. Jetzt dürft ihr raten, welche. In der Flüchtlingspolitik, also was sagt uns denn die Genfer Flüchtlingskonvention eigentlich? Warum wurde denn die Genfer Flüchtlingskonvention 1951 geschaffen? Weil damals vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkrieges die Menschen erkannt haben, dass nie wieder Flüchtlinge vor verschlossenen Toren stehen sollen. Und heute haben wir diese Situationen, wie du sie so schön oder schier geschildert hast. Wir haben die Situation in Lesbos, wir haben die Situation in der Türkei mit diesem schmutzigen Deal und die Menschen stehen wieder vor verschlossenen Türen. Und wir haben einen Bundeskanzler, der sich rühmt, die Tore geschlossen zu haben. Also wie kommen wir da raus? Wir haben ein Regierungsprogramm, da steht drin, dass die Genfer Konvention zu achten ist. Also man hat nicht einmal die Genfer Flüchtlingskonvention richtig reinschreiben können und sie mit der Genfer Konvention verwechselt. Ich halte das wirklich für eine Schande und das ist eigentlich zum Schämen. Und ich wünsche mir eine grüne Regierungsbeteiligung, die sagt, was ist. Weil nur wenn man die Dinge anspricht, kann man sie verändern. Und man muss täglich sagen, es ist Unrecht, wenn weiterhin Menschen nach Afghanistan abgeschoben werden in das gefährlichste Land der Welt. Und ich erwarte mir von Grünen in der Regierung, dass sie den Mund aufmachen und sagen, was sie denken und nicht mit dieser türkisen Partei mitheulen. Danke, Christoph.